Der indonesische Vulkan Gamalama hat am Sonntag Asche gespuckt, bis zu einem Kilometer hoch. Eine Eruption hatte sich Behördenangaben zufolge bereits am Vortag ereignet. Das Gebiet in der seismisch aktiven Region war von dichtem Aschenebel durchzogen. Die Bewohner von Ternate City wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Anlass zur Evakuierung der Einwohner gab es nach Angaben der Behörden aber nicht. Darno Lamani, Leiter des Beobachtungspostens Gamalama. Die Eruption hat sich um 14.15 Uhr lokaler Zeit ereignet, begleitet von einem Grollen und starker Rauchentwicklung bis zu 1000 Meter über den Krater. Die Asche hat sich nach Osten, Südosten und in den Süden verteilt. In Indonesien gibt es weltweit die meisten aktiven Vulkane. Auf der Inselgruppe sind es insgesamt 130.